muss bei einer Steuerung, Klammer auf, wie Airlift 3P oder Krinsky 1, Klammer zu, die Fernbedienung beim Fahren unbedingt gesperrt sein, sodass das Fahrwerk nicht verstellt werden kann. Da Krins dazu noch nichts rausgebracht hat, bin ich mir nicht sicher, ob ich die eingetragen bekomme. Das Fahrwerk darf während der Fahrt nicht verstellt werden können, egal ob über Fernbedienung oder über Taster, gemäß dem novellierten VDTÜV-Merkblatt 751.